Hallo und herzlich willkommen zu einem nächsten Spiel, was in der Steam Demo Week Dingsbums erhältlich war. Und zwar Akaxolotl. Ich fand, das sah sehr lustig aus und deswegen müsst ihr das unbedingt ausprobieren. Ja. Ich würde mal sagen, wir starten direkt und gucken, was auf uns zukommt. Sah ein bisschen aus wie Nuclear Throne, so ein bisschen in die Richtung Enter the Gungeon, so peng, 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 peng. Ist auf jeden Fall cute. Ich spiele das mit dem Controller übrigens. Ich glaube, man kann sowohl als auch. Also Maus und Controller, aber tatsächlich. Vielleicht spiele ich das nicht mit dem Controller. Wobei. Wir testen das erstmal mit dem Controller und dann testen wir es ohne. Das hier sind, glaube ich, die Skins, die es gibt. Genau. Also man kann die wohl. Ich weiß nicht, ob die von vornherein im richtigen. Ist das ein Pinguin? Im richtigen Spiel freigeschaltet sind, aber es gibt sie. Sie existieren. Wir machen mal rosa. Oder lila? Bin unschlüssig. Machen wir lila. Die Waffe sieht genauso aus wie meine. Ist das eine Kiste? Oh. Gucken. Was ist LD? Ich glaube, das können wir noch nicht machen. Ach, LB ist das. Okay. Sieht aus wie LD. Freunde, das müsst ihr noch mal besser machen. Wer bist du? Guck, da fehlt schon von dem L was. Arcade. One King Chrono. Nee. Wo geht's denn? Ah, okay. Never mind. Excuse me. Ich werfe aber auch mit dem Kickstarter um sich. Ich glaube, wir können nur das machen. Dann machen wir doch das. Pick up, throw, movement, was? Also, ich weiß nicht genau, ob es da noch einen Story-Modus geben wird. Das sieht einfach genau aus wie. Kann ich. Ich muss gleich noch mal gucken. Also es geht wohl irgendwie darum, dass der Axolotl. Wir machen das mal ohne Controller. Ich glaube, ich muss jetzt nicht neu starten. Gibt keinen Bash, ne? Es geht irgendwie darum, dass dieser Axolotl alles töten will, um es zu essen. Ich glaube, das war die Prämisse. Genau das finale Ziel ist, weiß ich nicht, weil offensichtlich ja die Story noch nicht integriert ist, sondern man einfach nur rumrennt und ballert. Ich hätte gerne eine andere Waffe zum Ausprobieren. Das ist jetzt schon so ein bisschen. Ich glaube, es soll am Ende auch so Roguelite-mäßig sein. Roguelite-mäßig, dass du halt verschiedene Sachen findest. Wie bei allen üblichen Spielen. Aufpacken. Schön. Oh, da liegt eine Waffe. Wie kann ich das denn aufheben? Ah, ups, was habe ich gemacht? Ach so, okay.
Ich dachte die ganze Zeit, der Axolotl sagt au, aber ich glaube, das sind die Gegner. Oh, da ist schon wieder so ein Frosch. Frösche sind böse. Die Musik ist auch. Ja. Mhm. Ausweichen. Ich gehe mal einmal kurz ins Menü. Ah doch. Oh. Ja, excuse me, I'm stupid. Map. Hab ich die ausgewählt? Bin mir nicht ganz sicher. Oh. Oh. Peng. Ja, Shotgun finde ich gut. Oh, wir sind in einem Aquarium. Ist das lustig. Zurückwechseln kann ich, glaube ich, nicht. Wo ist meine... Oh, okay. Also die Shotgun habe ich offensichtlich nur, bis die Schüsse weg sind und dann... Ja, ist auch die Shotgun weg. Oh, oh. Also so nah haben würdet ihr ein bisschen viele. Stopp. Ich hätte gerne die... Wow. Spiel von mit auch mit bis zu 4 Leuten zusammenspielen oder gegeneinander, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber es ist doch alles so ganz nett. Ich glaube, das wäre mit mega, mega, mega lustig. Ich weiß leider nicht, wann das Spiel rauskommt, aber. Oh, voll reingelaufen. Aber wandert auf jeden Fall auf die Wishlist. Wenn es dann irgendwann. Aua! Irgendwann mal da ist, damit ich wieder in einem dieser tollen, tollen, tollen Spiele dieses Genres versagen kann. So wie jetzt. Das heißt so in etwa genau so. So, einmal weiter. Ja, ist halt nicht wie weit das führt, weil wir jetzt, glaube ich, im Endlos-Modus sind und irgendwie keine Leben aufwerten können. Oh, das, Wow. Das ist ziemlich am One-Shotten. Holy fuck. Den nicht. Aber den wieder. Ich weiß nicht. Ja, ich glaube, das Wir sammeln, glaube ich, das Essen. Um. Oh, die despawnen. Ich glaube, wir sammeln das Essen, um später, wenn wir zwischen den. Oh! Das war ein Heilungsdings. Es gibt sie doch! Wenn wir mal wieder tot sind und dann nochmal irgendwie. Weil dann sind wir in diesem Hub, glaube ich. Aua. Mann! Konzentration.
dass wir dann da Sachen freischalten können, weil das ist bei den anderen Spielen größtenteils. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das Spiel von jemandem ist, also von einem Entwickler, der schon irgendwas großer namhaftes, namhaftes entwickelt hat in diese Richtung. Aber ist schon cool, also. Ich kann jetzt schon sagen, macht Spaß. Das ist, auch wenn ich unglaublich schlecht in solchen Spielen bin. Oh. I like. Eigentlich den Dash lieber auf Space. Ich glaube, das dann würde ich auch mehr dashen. Aua. Ich irgendwie vergesse, dass die rechte Maustaste existiert. I don't know. Kann man das dann so sagen? Ich bräuchte mal mehr Heilung. Gib mir Pflaster, please. Gucken, da war glaube ich noch ein anderer Modus. Was ist. Ah, nein, ich wollte gucken, was das ist. Okay, dann spielen wir das wohl jetzt. Chrono klingt ja so ein bisschen, als wäre es getimed. Nur inwiefern es getimt ist. Also da oben läuft auf jeden Fall das. Okay, was? Ah, ich habe wohl nur ein Leben und muss so lange überleben. Das. Mhm. Das kann ich ja auch so gut. Das hat keiner gesehen. Das hat einfach keiner gesehen. Ja. So. Einmal noch. Dann kommen wir zu. Viel mehr ist ja auch nicht los, glaube ich. Oder ich bin zu schlecht für dieses Spiel. Oder beides. Ich nehme auch an, sie werden noch nicht so viel. Da sie noch gar nichts von der Story zeigen, werden sie auch noch keine Bosse oder so zeigen. Und diese Gegner sind wahrscheinlich auch so. Ja, erstes Level. Oh, das war unfair. Okay, wir letztes Mal. Versprochen. Mein Skin ist auch weg. Ich weiß nicht, wann das passiert ist, aber mein Skin ist gone. Ich war doch voll lila. Irgendwie bin ich jetzt wieder rosa.
gegen Rosa, aber das ist nicht das, was ich ausgewählt habe. Schon wieder voll reingelaufen, ne? Okay. Lass mal das. Ich will wieder lila sein. So. Die Musik ist auch eher cool. Ja. Aber hier können wir irgendwie noch nichts machen. Da können wir auch nicht rein. Ich denke mal, dass da der Story-Modus drin sein wird. I want this. Can I? Give me. Yes! Okay, okay, wir müssen jetzt doch nochmal. Ich hab was gefunden. Wo denn? Es gibt unterschiedliche Standardwaffen. Das ist doch nice. Die muss man wahrscheinlich im richtigen Spiel erstmal freischalten, aber. Also dieses Duel. Ist ja ganz nett, ne? Ist im Prinzip auch das gleiche wie gerade. Nur dass ein Schuss noch quer durch die Gegend fliegt. Ich hab gedasht, das zählt nicht. Ah, schon wieder die. Das sind irgendwie so zwei Otter. Sind das Otter? Nee, das sind, ich glaube, es sind, oh, wie heißen sie denn? Schnabeltiere? Also, ich habe sie jetzt getötet. Sie sind jetzt, oh, die Waffe ist aber nett. Kann ich überhalten? Please. I would like to keep... Was gibt's denn hier noch? Okay. Komm, guck mal einmal diese hier und dann. Darf das auch gereicht haben? So. Die sieht aus, als würde sie ein bisschen mehr Schaden machen, weil sie so ein Ding vorne dran hat. Natürlich auch nicht so sein. Vielleicht zieht die auch präziser, ich weiß es nicht. Standen, glaube ich, nicht dran. Also ich habe auf jeden Fall nichts gesehen. Aber das heißt nichts. Ich übersehe gerne Dinge. Peng, peng, peng. Was ist das denn? Ein Messer. Wow. Das ist schon slightly strong. Aber ziemlich tödlich. Okay. Also. Aber mein Skin ist schon wieder weg. Hallo? Niemand redet hier mit mir, das ist echt gemein. Ich kann nichts machen, außer. Außer ein bisschen durch die Gegend ballern. Dieser Busch ist almighty. Okay. Genau, dann würde ich sagen, was ist das für die kleine Demo von Akaxolotl? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das mega viel Spaß machen wird und auch wenn man mit anderen zusammenspielt, mega viel Spaß. Also,
Kommt auf jeden Fall auf meine Wishlist. Weiß leider nicht, wann es kommt. Weil ich mal wieder nicht geguckt habe vorher. Ha! Ha! Hm. Vielleicht kriege ich ja noch ein paar andere Leute dazu, dass sie das mit mir zusammenspielen. Vielleicht will Peter das mitspielen oder so. Und dann streamen wir das, aber ich verspreche Dinge nicht. Nicht mehr. Hust. Ja. Peng, 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 peng. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns bei einem anderen Video wieder. Ich mache noch ein paar von diesen Demos. Sollte in nächster Zeit noch ein bisschen was kommen. Ui! Tschüss!